Hi, wir Hallo. sind wieder da. Ja. Ja, gestern Abend, ne? Kein Bock zu kochen. Nö. Ich hatte keine Lust. Also heute habe ich mal gekocht. Heute habe ich Sauerbraten, na Quatsch, Sauerkraut mit Mettwürstchen und Kartoffel gemacht. Püree, war Mach super mal. lecker. Und gestern hat man halt keine Lust zu kochen, hat ja gekocht, mit Fritten Ja, habe ich gebracht. gedacht, so spontan, boah, Currywurst, Fritten schmeckt ja immer mal gut. Ja, hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis er fertig war. Ne? Ey, hör mal, die Dinger, die hier, die Frittenbuden und schnelle Restaurants, wo man was abholen kann, immer alles brechend voll, egal an was für einem Datum du gehst. Ja, die Leute, die wollen Da einen, kommt die kochen nicht mehr. einer nach dem anderen. Also haben die Leute doch noch Geld für sowas. Na klar. Ich habe eine Currywurst geholt und eine Fritten dabei mit Mayo. Reicht Ja. für uns. Haben wir gedacht, das Genau, reicht. dann haben wir dann abends, sagt die Elke zu mir, hör mal, sollen wir den Thunfisch machen? Hier, Thunfisch mit Remoulade oder was ist das? Mit Remoulade und Zwiebelchen, ne? Und dann auf ein Brot drauf. Ja, Lecker. hat sie auch gemacht. Da gab es noch ein kleines Problemchen. Ja, dann hatte ich denn das Toastbrot gemacht und auf einmal denke ich, ach lieber Jott, jetzt hat der Frank gar nichts mehr für morgen für auf der Arbeit. Ja, dann habe ich auf die Uhr geguckt, war nicht 20 vor 10, ja. 20 vor 10. Der Rewe, der hat bis 10 Uhr auf. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, abends um 10 Uhr da noch in Rewe zu gehen, aber wir mussten ja Brot haben, Ja, ne? doch. Dann sind wir da hingefahren. Och, voll. Also, war eine Kasse auf, da musste sich anstellen. Ich wusste ja nicht, dass so viele Leute noch so spät Ja, einkaufen lange Rede, gehen. kurzer Sinn oder kurze Rede, kurzer Sinn Ja, oder wie dann auch haben immer wir. heißt, haben wir dann eingekauft und da waren 70 Euro weg. Ich verstehe das auch nicht. Auf jeden Fall, Elke kauft sich Macadamia-Nüsse, kauft sich einen Baumstamm. Zwei Was? Baumstämme habe ich genommen. Katzenfutter haben wir geholt. Ja, Küchenrolle. auf jeden Fall hat die dann hier angefangen zu essen, ihren Ich Baumstamm, habe alles ihre durcheinander Nüsse. gegessen. Ich hatte erst die Currywurst, Fritten, Ja, wieder. dann die Toast mit dem Thunfisch, mit der Remoulade, dann die Nüsse, dann noch ein Baumstamm. Was war das Ende vom Lied? Boah. Halb drei Nacht, ich werde wach, mir war es schlecht. Was war denn? Schlecht. Boah, war mir schlecht. Ich denke, was hast du denn jetzt? Ich habe gedacht, also wie wenn man Alkohol getrunken hat, so schlecht war mir. Ja, War Elke, wenn mir man ein halbes übel. Kilo Nüsse isst und dann noch ein halbes Kilo Mach ich Spinat und nie Nougat und wieder. Marzipan, Nie ist das wieder. auch kein Wunder. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich auch Du so eine frisst aber immer wieder. Schrecklich. Schrecklich. Und dann habe ich noch Cola getrunken. Ja, dann habe ich gedacht, ich gehe ins Bett. Und schön Also im Prinzip bettschwere. alles das, was gesund ist, hast du dir reingezogen, ne? Ich habe einen Toast mit Dings gekriegt, Ja, dann mit bin ich so Thunfisch. langsam aufgestanden. Oh, ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Ne? Bin ich hier runter, dann habe ich ganz vorsichtig was getrunken mit Kohlensäure. Dann bin ich hier rumgelaufen, denn ich musste mein Bäuerchen machen. Ne? Ein Bäuerchen ist gut. Das habe ich, das hat meine Mutter, bis sie nach Köln gehört Da war hat. mir ein Bauer. Ach, da ging es mir auf einmal besser. Aber immer noch nicht gut. Dann bin ich wieder hoch, so 20 Minuten später. Dann habe ich mich mal hinten die hohe Bettlehne. Ne? Dann habe ich mich in dem Bett. Ich habe mich an die Traut. Ich habe Küchenrolle mitgenommen. Ich denke nicht, wenn er da rauskommt wieder. Dann habe ich mich nicht in das Bett gelegt, sondern so hingesetzt. Das kommt davon, da bist du selber schuld. So war ich früher auch. Und du Ich wirst war. irgendwann so enden wie ich, dann hast du auch 160 Kilo. Nein, das passiert mir nicht. Ne? Oh nein, ich habe heute ja nichts gegessen. Ich konnte nichts zu essen sehen. Ein Brötchen habe ich gegessen. Naja. Und einen halben kleinen Donut. Mehr nicht. Ein Donut? Ja, aber das ist wirklich, wenn man dann, kennt ihr das, wenn ihr so Heißhunger habt oder irgendwas, also ganz Nee, Elke, schlimm du bist war verfressen. das. Du bist Aber verfressen, doch nicht Elke. immer. Ich mach das doch Nee, nicht immer. aber so viel kann man nicht essen. Man kann ja nicht diese fettigen Nüsse essen und dann noch Baumstamm hinterher und dann noch Cola saufen. Und vorher Ja. noch einen Toast mit Thunfisch Aber und das ist bei mir ja Remoulade. immer so, wenn ich was Herzhaftes esse, muss ich danach was Süßes haben. Habe ich was Süßes gegessen, muss ich danach was Ja, Elke, das Herzhaftes habe ich haben. aber früher auch gemacht und dann fördert nicht gerade die Ich Gesundheit. esse nicht, mache mir auch einen Kakao und nimm dazu ein Stückchen Gouda. Aber da tausche ich bis jetzt immer all vertragen, aber heute wie gestern überhaupt nicht. Dann Naja. sagt meine Mutter heute, hättest du denn eine Korn trinken müssen Haben wir oder nicht hier. so weit haben wir ja nicht da. Meine Oma, die hatte früher immer, jetzt kommen wir wieder zum Unterberg. Unterberg oder Das Bohnekamp heißt hat nicht die. Unterberg, das heißt Unterberg.
Ach so. Damit D. Und nicht Unterberg. Ach so. Naja, also ja, oder so ein Bohnenkamm, oder wie das heißt. Bohnenkamp. Kamp. Nicht Kamm. Bohnenkamp. Ja, sowas hat, so hat die immer getrunken. Ja, gut, aber da musst du dir sowas so zu nicht, wenn ich auch so werde wie meine Oma, du. Ja, dann hol mir gleich mal eine Flasche Schnaps, dann kannst du dir mal einen reinziehen. Boah, nee, dann wird man ja noch schlechter. Naja. Also gut war das nicht gestern, sehe ich ein, und jetzt esse ich auch wirklich nur... Das, oder, nee, jetzt esse ich nichts mehr. Ja. Nur noch das, was es abends gibt, und sonst ich werde mich mal zurückhalten. Also ja, soweit ja, würde ich jetzt nicht noch klar. mal erleben. Du hast ja noch einen Baumstamm hier, hast du gesagt. Du hast ja zwei geholt, hast du gemeint. Mhm. Hast du einen? Mhm. Oder hast du nur einen Baumstamm gegessen? Mhm. Nee, ich habe ja keine gegessen. Ich kann keinen Baum. Ich glaube, ich habe bestimmt schon einen Wald gegessen. So. Ich kann keinen Baumstamm mehr sehen im Moment. Ja, gut. Ah ja, aus Schaden wird man klug. Mhm, hoffe ich. Okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ja, bleibt lieb. Bis dann. Bald. Ciao. Tschüss.